Hallöchen mit Öchen, hier ist wieder der Awesome Dude und ich wollte mich einfach nur mal ganz kurz wieder melden hier, so kurz man sich eben innerhalb von 3 Minuten melden kann, denn dieses Video hier geht nur 3 Minuten, beziehungsweise das Lied, was im Hintergrund läuft, und ich habe mir gedacht, ich mache das mal irgendwie so kurz wie möglich und ich muss aufpassen, dass ich meine Worte beisammen behalte, denn ansonsten, wenn ich mich zu sehr auf das Video konzentriere, dann irgendwie kann ich überhaupt nichts behalten. Das werdet ihr wahrscheinlich auch noch merken, wenn ihr dann am Ende des Videos seid und gemerkt habt oder merkt, dass ihr nichts von dem behalten habt, was ich eigentlich gesagt habe. So, einmal kurz tief Luft holen, und zwar folgendes. Ich habe mir jetzt vor einem Monat einen Computer zusammengestellt und den dann auch entsprechend gekauft und so weiter. Insgesamt ausgegeben habe ich dafür inklusive Monitor 1700 Euro. Ich habe hier mal ein paar Fotos davon. Und jetzt wollte ich mal, ja, langsam wieder anfangen, so ein bisschen mit YouTube und so weiter. Das Ding ist nur, und jetzt kommt's, passt auf, ich habe zwar eine SSD drin, die 256 GB Speicher hat, aber ich habe da noch keine Festplatte drin. Ich habe mir eine bestellt von, ich weiß gar nicht, von Seagate, irgendwie ist das eine. Und die sollte eigentlich ja dann auch bald kommen. Das Problem ist nur, die ist seit über 4 Wochen schon nicht mehr lieferbar. Ich habe keine Ahnung, was da aktuell bei dem los ist. Irgendwie werden die auch wohl nicht mehr nachbestellt. Ich habe keine Ahnung, ich habe das Geld schon längst bezahlt. Ich muss mal gucken, dass ich mir das jetzt irgendwie wiederhole und dann mir irgendwo anders eine Festplatte bestelle. Ist auf jeden Fall super nervig, das Ganze. Weil man hat halt hier einen ganzen Rechner stehen und so und kann auch damit spielen und was weiß ich nicht alles, aber im Endeffekt kann man damit nichts machen, weil man nichts aufnehmen kann. Super geil, das Ganze. Naja. Das eigentlich nur kurz nebenbei und ja, ich weiß auch nicht mehr, wollte ich eigentlich so gar nicht jetzt sagen. Das Studium soweit läuft ganz gut. Aktuell, ich bin jetzt sozusagen raus. Ich bin scheinfrei. Allerdings die Bachelorarbeit, die ist noch offen. Da muss ich mal gucken, wann ich die dann nur in Anspruch nehme. Oder nicht in Anspruch, wann ich damit mal irgendwie anfange. Das wird aber alles noch ein bisschen, ich denke mal, ja, ein Jährchen dauern oder so. Ich liege die mal auf der Tasche. Ich habe jetzt seit heute, 2.9., habe ich meine erste feste Arbeitsstelle sozusagen angenommen. Ich habe damals zwar schon eine Ausbildung gemacht als Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. Kleiner Hint an dieser Stelle, es kann sein, dass demnächst mal irgendwie ein paar Videos kommen, die von Programmieren und sowas irgendwie handeln. Muss ich mal gucken. Also ein paar Tutorials halt. Und ja, auf jeden Fall, wie gesagt, der Mac wird jetzt durch den Windows-PC abgelöst, denn an dem Mac, der ist 2 Jahre alt und irgendwie, er ist zwar noch schön anzusehen, aber so richtig die Power ist da auch nicht mehr hinter. Und da hat mir einfach der Windows-Rechner gefehlt. Naja, so, das war's eigentlich. Macht's gut, ich melde mich auf jeden Fall. Stay tuned, bis dann, haut rein und ciao.